Oh, okay. So. Dann weiter hier. Raus aus dem Drogenlabor. Nehmen Sie ICI-Agenten. Wer könnte denn so ein ICI-Agent sein? Ja? Ja? Ah, verdammt, er konnte schießen. Ah, verdammt. Nein, 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 nein. Ach du Heiliger, was ist mit meinem Aim? Nein! Nein, er hat es einfach getötet. Nein! Okay, dann lande ich einfach beim Schwächerpunkt noch einmal. Ist nicht so schlimm. Jetzt wissen wir ja, dass die Shotgun uns mit 3 Hitten wegmacht. So, und auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass er ein VIP ist. So, die Beweise zerstören wir natürlich. Na, verdammt, da hinten kommt schon mehr. Na, komm schon. Bam. Okay. Zack. Mann, was ist mit meinem Leben geworden? What the hell? Na, komm schon. Na, komm schon. Perfekt. Da kam schon, bam. Okay, gut, den haben wir auch ausgeschaltet. Ich weiß gar nicht mehr, haben wir hier. Verdammt, okay, ich glaube, das wird hier echt in der Schießerei enden. Zumindest dieser Abteil hier. Oh, das war sogar auch einer. Hä, wo hat denn der C4? Hä? Wollte er sich etwa in die Luft jagen oder was? Agent Lompol ist nicht mehr verfügbar. Ja, das sollte sie auch sein. Zack, und der nächste. Bam. Mit uns ist natürlich nicht zu spaßen. Wir sind ja hier nicht ohne Grund da. Und bevor sie uns. Und bevor wir uns verstecken, handeln wir die natürlich. Das ist ja hier auch das Gesetz des Dschungels. Denn es überlebt natürlich nur der, der am stärksten ist und sich durchsetzen kann. Zack, 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 zack. Zack, 1, 2, bam. Der nächste müsste jetzt ja nicht gleich kommen. Okay, ich weiß gar nicht, von wo er kommt. Ich glaube wahrscheinlich, er kommt hier von. So, zack, der nächste wäre weg. Naja, aber die kochen ja einfach Koks, Alter. Naja, gut. So, öffnen wir mal das Tor. Zack. Alles klar. So, wir haben schon mal 4. Ich weiß gar nicht, könnte das hier auch wieder VIP sein? Okay, aber da unten sind anscheinend auch welche. Naja, wie kommen wir da runter? Okay, auf jeden Fall ist da ein Kellergeschoss noch. Da müssen wir mal schauen, wie wir da drunter kommen. Wahrscheinlich sind die Agents da. War das hier vielleicht?
Habe ich hier was übersehen? Ah ja. So, das hier können wir doch jetzt aufmachen, oder? Genau. So, dann gehen wir hier runter. Aber ich weiß gar nicht, wie man die Agency erkennen kann. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, falls ihr die hier erkannt habt oder an was man die erkennen sollte. Aber ich habe echt keine Ahnung. Dumm, 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 dumm. Bam. Bam. So, weiter. So, was ist hier hinten? Ich weiß gar nicht. Der läuft bestimmt nicht ohne Grund. Wahrscheinlich ist er auch einer von diesen Agents. Nein. Ein Security Agent. Naja, aber was sollen wir denn hier jetzt? Okay, jetzt sind wir wieder anscheinend unten in der Diskotheke drin. Wo finden wir denn jetzt die VIPs? Was ist denn hier? Manipulieren? Okay. So, Safe Ticket. Okay, wir haben immer noch nichts gefunden, was wir hier machen sollen. Okay, wie sollen wir denn hier jetzt weitermachen? Hey, aber die Mucke ist geil. Es geht hier noch weiter nach unten. Okay. Soll ich hier jetzt einfach jeden einzelnen abschlachten, um zu gucken, ob das jetzt irgendwas wird? So. Okay. Wir müssen die halt lokalisieren, so ein Ding ist das, aber ich weiß echt nicht, an was man die erkennen soll, die VIPs. Können ja hier versuchen, die leise auszuschalten. Ohne entdeckt zu werden. Ah, da ist er. Okay. Da haben wir einen. Okay, also müssen wir nur close dranbleiben. Nein, nein, nein. Okay, zumindest haben wir einen weiteren gefunden. Er muss da weg. Okay, gut, das heißt, wir sollten hier das Stromkabel nochmal ziehen. Stromkabel ziehen und warten, bis da jetzt einer von denen wegläuft. Na, die sind da jetzt drin. Ah, verdammt, okay, die kommt wieder zurück und bleibt da wahrscheinlich, oder? Die patrouilliert den Weg. Na, komm schon. Klasse, ist die Sniper Schall gedämpft? Nein, ist sie nicht. Na, komm schon, dreh dich um. Oh, wir haben alle ausgeschaltet. Okay, geil. Wir haben alle. Holy shit. Okay, raus hier. Raus hier, raus hier, raus hier. Oh.
Wir tauchen hier mal in der Menge unter. Bis die hier durchgehen. Hey, aber ja, wir haben einfach alle 5 VIPs gefunden. Ah, okay, anscheinend hätte Hitman, wenn wir da stehen geblieben wären, anscheinend die auch so kontrolliert. Oder halt, wir hätten einfach nur nah an denen sein müssen, damit er die Leute da durchgeht. So. Die Frage ist jetzt nur, wie kommen wir hier raus? Wie kommen wir hier raus? Ah, da ist ein Exit. Dum, 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 dum. Ja, feiert hier schon Party. Verdammt, okay. Ist ja auch zu einfach gewesen, oder? Ja, accidentally, natürlich. Ich frage mich ja, wenn die Typen jetzt halt echt in Deutschland sind, warum die dann trotzdem Englisch reden. Gut, anscheinend wollten die halt da kein Geld für deutsche Synchro und so ausgeben. Komme ich hier raus? Nein. Okay, das heißt, ich muss oben durch. Durch den ersten Stock waren wahrscheinlich. Wird von der Simple Card wahrscheinlich entkommen. Naja, anscheinend müssen wir hoch. Hoch, 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 hoch hinaus. Mal schauen, ob wir hier ein bisschen höher kommen. Ich weiß es aber nicht. Oh Mann, ich finde hier echt keinen Weg raus. Oh, hier haben wir den Tipp noch umgelegt. Ich sollte natürlich nicht hin. Okay, ne, hier haben wir ja die Sachen manipuliert. Ja, und hier sind wir da runter hoch. Ja, Mann, einfach im Kreis gelaufen. Ja, Bruder, ich werde sie weglegen. Komme ich hier irgendwie hoch? Ey, aber das Areal ist einfach so riesig. Hey, ich finde sie einfach nicht mehr raus. Kann wir von hier? Bin mir nicht sicher. Hoch? Okay. Scheint hier oben ist irgendwo der Exit, das heißt wir sind hier richtig. Na gut, wir sind wahrscheinlich im falschen Gebäude, oder? So, hier können wir hochklettern. Können wir hier hochklettern? Ne, können wir hier irgendwie hochklettern? Nein. Dann müssen wir hier runter. Warte mal, wir können ja mal nachgucken. Karte. Wo ist unser Exfiltrationspunkt? Der ist hier. Wir sind. Wo ist unsere Ebene? Wir sind jetzt hier. Sind wir? Kommt das falsch? Wir müssen runter. Ach, das ist hier schon wieder so kompliziert. Naja, gut. Ja, warum wird mir denn der Ausgang hier in dieser Ebene angezeigt? Ist das dann auch nicht logisch? So, gut, dann hier müsste es doch irgendwo einen Weg nach unten geben. Oder? Hier. So, ey, aber der Gang kommt mir hier bekannt vor. Zack. Ja, wir müssten hier im Erdgeschoss sein, wenn ich mich nicht recht entsinne. Aha, schaut euch das an, Mann. Der Wegmaster, Mann. Das war natürlich alles so gewollt, Freunde. Alles so gewollt. So, raus hier. Yalla. Und damit verlassen wir auch Deutschland. We're clear. We've killed all of
Stein des Anstoßes. But not broken. I'm glad. It's time we start afresh, you and me. Get to the point. You and your friends pulled off the impossible. You stormed the heavens, took down the untouchables, and yet, here we are. Status quo. It just goes to show, you can't fight power, Miss Burnwood. Power never dies, it only changes hands. Best you can do is claim it. I never cared about power. Power is a tool, Miss Burnwood. It's the thing that gets you to the thing. As the next constant, you can be the agent of change. Transform the system from the inside. We'll be transformed by it. No risk, no reward. I'll need to think about it. No, you won't. The question is, what will you bring to the table? Okay, die ersten Konfrontationen anscheinend schon. Na gut, Freunde, aber falls euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne mal ein Like und ein Abo da. Folgt mir gerne auf Instagram, Link ist unter der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Das Ende einer Ära. Wir sind ja fast schon am Ende. Ich glaube, das ist sogar die vorletzte Mission oder so. Also, bleibt dabei, Freunde. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und möge ich in der Mitte sein. Ciao!